Hi, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Legends of Eidolon. Wir sind... Ja, es ist Boss-Time. Wir machen jetzt den dritten und letzten Boss in W1, nämlich Dr. Defarcus. Es ist ein Riesenhaufen Scheiße. Es ist wirklich nur ein riesiger Haufen Scheiße. Aber irgendjemand muss sich auch darum kümmern. Und dementsprechend wollen wir da jetzt einfach mal hin und den mal umlegen. Also der ist halt in den Abwasserkanälen hinter den Ratten. Da ist er. Dr. Defarcus ist einmal am Tag da. Also den kann man einmal pro Tag legen. Und dann... ja. Und öfter nicht. Aber also das lässt sich aber sehr, sehr schön machen. Also der macht schon ordentlich Schaden. Man muss ein bisschen aufpassen. Je nachdem. Ein bisschen was zu essen sollte man da haben. Und ja, ist halt auch die Frage später, was für eine Ausrüstung man hat. Also ich habe eine komplette Amarok-Ausrüstung. Und jetzt auch schon das größere Schwert. Halt noch nicht voll aufgewertet, aber das kommt noch. Weil da nämlich warte ich, bis ich die Weapon Upgrade Stones 3 bekomme, weil die einfach mehr Weapon Power geben. Dann lohnt sich das zumindest richtig, das aufzuwerten. So, aber der Schaden ist ja eigentlich auch ganz gut. Und ja, also wenn man ein bisschen aufpasst, dann ist der auch nicht so mies, weil der, man sieht, dieser Haufen Kacke ist ein bisschen träge. Der bewegt sich nicht so viel. Genau, und er droppt eine Job Application, droppt er immer. Cloud Sound Follower, ja, kann er auch gut droppen. Und wenn ihr ihn das erste Mal macht und die Quest von Toilet Paper Pete hier habt, von ihm hier, dann kriegt ihr auch noch eine Spitzhacke aus Scheiße. Dann gibt es noch eine Spitzhacke aus Scheiße. Jetzt bin ich mal gespannt, was er hier. Ein neues Talent gedroppt. Dieses Talent droppen die nur, wenn man sich hier bei den Tasks im Merit Shop das hier holt. Vom Miniboss ist ein World Runs to drop new Star Talents. Daher kriegt man das. Also dann können die es erst droppen. Und dann ist es jetzt Floaty Milk. Boost Food like Potions give higher bonuses than normal. Also so kriegt man sein Boost Food verbessert, wenn man das braucht. Ja, kurz und knapp. Ich zeige euch jetzt noch einmal die Kacke-Spitzhacke. Die Kacke-Spitzhacke ist die hier. Die ist im Endeffekt besser als die Goldspitzhacke. Und sie ist einfach ein Haufen Scheiße am Stiel. Und damit entlasse ich euch jetzt hier mit einem Haufen Scheiße am Stiel. Also, Dr. Defarcus, so läuft's. Ganz easy. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Ciao.